Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Top 5. Heute sind die dümmsten Hacker am Start. Bevor ich euch aber diese extrem dummen Hacker-Clips zeige, ganz kurz noch vielen, 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 vielen Dank an alle euch draußen, die Hacker-Reports schreiben. Nur durch euch sind Server wie Gomme, Timodia, Revi und so weiter überhaupt erst spielbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Arbeit macht, Sachen hochladet, Hacker reportet. Vielen Dank, das wollte ich an dieser Stelle nochmal loswerden. Hacker sind scheiße. Punkt, Leute. Stopp, eines muss ich noch loswerden. Das sind Clips, die nicht optimale Aufnahmequalität haben. Ich bitte das mal nicht allzu kritisch zu sehen heute, weil es eben Special-Video ist. Wenn ihr noch eine Folge Top 5 dümmste Hacker sehen möchtet, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, wenn euch das Video am Ende gefallen hat. Und ich würde sagen, jetzt geht's endlich los. Viel Spaß. Der erste Hacker hat sich auf Timodia erwischen lassen. Boah, er TP't sich einfach in die Luft, aktiviert den Speed-Hack, speedet mit 5000 km/h über die Varo-Map. Auf jeden Fall ein richtiger Honk. Zu Recht bei den dümmsten Hackern, würde ich sagen. Der nächste Hacker ist noch ein bisschen dümmer sogar. Der hackt nämlich nicht einfach nur auf Timodia. Nein, der hackt einfach gegen Crafting Pad. Guckt euch das mal an, wie dreist er den weghackt, wo ich mir so denke, Dude, wieso hackst du gegen den YouTuber? YouTuber nehmen immer auf, wenn sie spielen. Immer, immer, immer. Zu 90%, Digga. Das heißt, das ist quasi nach einem Bann gebettelt, Alter, gebettelt. Hacker Nummer 3 ist nicht nur besonders dreist, sondern trollt auch noch ein bisschen, denn ich weiß, ich will den eigentlich keine Promo geben, aber bei diesem gehört es ein bisschen dazu, denn er heißt Revils Fangirl. Wo ich mir denke, wieso bist du ein Fangirl und wieso hackst du und wieso nennst du dich so? Auf jeden Fall mega dreist, ihr seht das ja schon in der Aufnahme. Fliegt durch die Gegend, kann dort stehen, kann in der Luft laufen, kann sich TP'en. Also mega dreist auf jeden Fall, mega dreist. Hacker Nummer 4 ist ein sogenannter Toggle-Hacker. Wenn ihr übrigens mal wollt, dass ich ein Video mache, in dem ich euch erzähle, wie ihr Hacker erkennen könnt, lasst mich das wissen. Ein Toggle-Hacker ist sozusagen jemand, der Hacks aktiviert und deaktiviert. Damit er nicht ganz so offensichtlich zu erkennen ist, stellt es aber mega dämlich an. Er versucht auf jeden Fall ganz normal zu kämpfen, merkt, oh shit, das wird knapp und aktiviert erstmal seinen Maschinengewehrbogen. Wo ich mir denke, Digga, wenn du darauf aufmerksam bist, dass du nicht erkannt wirst, wieso packst du dir einen Hack rein, mit der nur mit deinem Scheißbogen schießt, wie mit einem scheiß AK, Alter? Was ist los mit dir, du Vollidiot? Den fünften Hacker haben wir alle schon mal selbst live gesehen und das ist wirklich der mit Abstand dümmste Hacker. Es ist nämlich der Hacker, der AFK in der Lobby rumsteht und vergessen hat, seine Hacks zu deaktivieren. Ganz klassisch, immer mit Kill-Aura. Dann stehen sie rum, schlagen in die Richtung mit Force Field, Kill-Aura, was weiß ich, wie die Scheiß-Hacks heißen. Und sind gar nicht da. Wirklich mit Abstand die dümmsten Hacker. Wirklich, Leute. So, das war's, Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr ein Video sehen möchtet, in dem ich euch nochmal 5 dumme Hacker vorstelle oder in dem ich euch zeige, wie man Hacker relativ safe erkennt. Lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt's in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.